Montag und damit herzlich willkommen zu einem wunderschönen Spiel. Yay! Ja, freut euch alle mit mir. Kreis ist wieder am Start. Willkommen zu Kindergarten Early Access, Freunde. Und ja, wir nutzen WASD, um uns zu bewegen und die Spacebar oder den linken Maus zu interagieren. Und wir brauchen Geld, 25er irgendwas und Backward Slash to open your planner. Okay, Escape für Pause und die Controls können. Okay, die Apples unten rechts sind, wie viele Aktionen wir auf diesem Bildschirm noch haben. Und wir müssen Missionen to Special Items unlocken. Okay, okay. Das kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles hin. Jetzt machen wir erstmal... Oh Gott, jetzt machen wir erstmal die Musik gerade mal ganz kurz. So. So reicht, oder? Okay. Das sollte reichen. Ja, cool. Back. Einmal hier so ganz hart wieder gestartet. Wir spielen Kindergarten. Ist es nicht toll? Mit vielen schwarzen Quadraten sitzen wir hier im Kindergarten. Und warten. Was passiert als nächstes? Drei Actions habe ich hier in diesem Bildschirm. Aber das ist ja nur der Dingsbildschirm. So, das Schweini. Da, am Schweini kann ich was machen. Boah, $5. Alter, das ist für ein Kind in meinem Alter. Nehme ich alles mit. Wir nehmen die ganze Asche mit. So. Ja, geil. Fünfer, Alter. In dem Alter ein Fünfer. Junge, Junge, damit kannst du richtig auf die Piste gehen. Bin ich ready für einen neuen Tag im Kindergarten? Ja, na klar sind wir ready, oder? Und Kinder, wie wir alle wissen, geht's im Kindergarten. Oh, ich rieche Geld. Da ist jemand, der trägt definitiv mehr als $3 mit sich rum. Oh nein, nein! Hey, hast du irgendwie Geld dabei? Nein, nein, kein Geld dabei. Lüg mich nicht an! Ich weiß genau, wenn ich... Oh nein, nein, no way. Okay, ich habe keine Zeit, hier mit dir rumzulabern. Gib mir dein Geld oder du bist tot. Verdien dir gefälligst dein eigenes Geld. Oh Gott, was ist los? Nein, der verprügelt mich! Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Oh Gott! Oh, was? Alter, was ist denn hier los? Alter. Fuck. Scheiße. Okay, okay, Alter. Ja, ich hab Geld dabei. Okay, okay. Scheiße, ey. Es gibt hier viele Möglichkeiten. Oh, jetzt habe ich zu viel Geld mitgenommen. Wenn ich das Geld nicht mitnehme, würde er mich wahrscheinlich nicht anlabern. Ja, okay, tut mir leid. Tut mir leid. Neuer Tipp. Neuer Tipp. Neuer Tipp. Okay, warum gibt es hier so viele Tipps? Wofür sind die Tipps? Tell the teacher. Moment, was? Wie kann ich denn? Was war das? Backslash? Oder wo? Auf welcher Taste war denn das? Warte mal, bevor ich hier zu lange... Controls, Open Planner. Ach so, pf, keine Ahnung, mach mal E. So viel einfacher. So, der Planner. Tell the teacher that bugs... Okay, sollen wir ihn verpetzen gehen? Ich gehe ihn direkt verpetzen. Hallo, Frau Lehrerin, Entschuldigung. Entschuldigung, bitte. Ich bin Miss Applegate und, ja, ich bin sehr... Bugs hat mein Geld geklaut. Aha, interessant. Ich mache mit dir einen Deal. Er ist ein richtiger Troublemaker und er ist brutal und gefährlich zu dem und gefährlich für die anderen. Wenn du darüber gehst und ihn herausforderst, okay, is it legal? Okay, aber was springt für mich dabei raus? Ich gebe dir einen goldenen Stern. Wir alle lieben goldene Sterne, oder tun wir das nicht? Okay, okay. Aha, und jetzt lass seinen guten Kitty-Fight hangen. Geh und push ihn ein bisschen, provoziere ihn ein bisschen. Wenn er angreift, dann ruf mich und ich komme, um ihn zu stoppen. Okay, okay, alles klar. Ja, okay, hier geht's direkt los, Alter, im Kindergarten, Leute. So läuft das hier. Das ist, oh mein Gott, ich glaube, ich bringe meine Tochter da nicht mehr hin, ey. Was meinst du? Was hast du denn gesagt, ey? Ich gebe dir dein Geld nicht zurück. Geh, verschwinde hier, bevor ich dich zerquetsche, Alter. Mich zu zerquetschen, bringt dein Daddy auch nicht wieder zurück. Hoho. Mein Vater kommt wieder zurück. Er ist nur ein paar Zigaretten holen gegangen. Verschwinde hier, sonst mache ich dich, wenn ich dich so übelst fertig machen, ja, dann mache ich ihn stolz. Er wird niemals stolz auf dich sein. Doch, das wird er. Wenn du dich jetzt nicht verpieselst, dann werde ich dich umbringen. Dying wouldn't be. Vielleicht ist Sterben gar nicht so schlimm. Okay, du hast gefragt. Das ist für dich, Daddy.
Frau Lehrerin! Oh, jetzt geht's ab. Alter, ihr habt mich richtig geprügelt schon wieder, ey. Das ist das letzte Mal. So, jetzt gehst du ins Principal Office. Nein, bitte. Nein, er hat angefangen. Er ist ein Lügner. Er sagt, mein Vater kommt niemals wieder zurück. Na, da hat er recht. Und was ist after this incident? Weiß ich nicht. Nach diesem kleinen Zwischenfall wahrscheinlich gar nicht mehr. So, und jetzt auf ins Principal Büro. Der Janitor wird dich dahin bringen. Aber, oh nein, der Hausmeister. Los! Verschwinde! Oh. Wenn du mich nicht verraten hättest, dann hätten wir Freunde sein können. Oh, was für ein schöner Tag. Dieser kleine Zurückgebliebene, Alter. Hier ist dein versprochener Goldstern. Was, Alter? Noch einen Trip arrangieren für wen, Alter? Jerome, den Schwarzen? Okay, können wir machen. Alter, oh Gott, Alter, was bin ich denn nur für ein Kind geworden? Okay, während der Morning Time dann. Oh Mann, ey, jetzt habe ich nur noch zwei Aktionen. Ist das... Bist du Jerome? Nee, Jerome muss ja der Schwarze sein. I want to buy something, I want... Okay, nee, jetzt gerade will ich, glaube ich, nix. Was ist hier mit Jerome? Ach, cool. Sag ich doch, der Schwarze ist Jerome. Weil es ist immer der Schwarze Jerome. Hey, Süßer, ich bin Cindy. Willst du mein Freund sein? Ah, ich bin nur ein bisschen heißer Typ eigentlich, ne? Ja, klar, warum nicht? Das freut mich zu hören, aber du musst dann noch ein paar... Wir werden das süßeste Paar in der Schule sein, aber zuerst musst du noch was für mich tun. Ist dir denn Liebe nicht genug? Hahaha, das ist süß, aber... Du musst es mir schon beweisen. Okay, wie denn? Oh, siehst du das Girl da drüben? Das ist Lilly und sie ist das hässlichste und ekligste Mädchen, was du jemals in deinem Leben sehen wirst. Du solltest hier dieses Kaugummi nehmen und es während der Morning Time in ihre Haare stecken. Okay. Okay, okay. Her brother did for dumping me. Oh, was ist denn mit ihrem Bruder passiert? Ja, er hat dich blöd angemacht und dann? Hast du das nicht gehört? Er ist vermisst schon seit ein paar Tagen... Okay. Oh, dein Hund ist auch verschwunden? Okay, naja. Ich mach mir... Okay, ich will dieses Kaugummi in ihre Haare stecken. Aber during morning time ist ja dann, ich muss ja irgendwas für die morning time noch machen. Gehe ich jetzt erst zu dem Jungen hier vorne? Okay. Wir schalten jetzt nach und nach hier Leute aus für die Lehrerin, habe ich das Gefühl. What happened to Billy? Was ist denn mit Billy passiert? Poor Nuggets. Nuggets misses Billy, but Nugget cannot help him now. Was hat denn Nugget? Weißt du denn, wo er ist? Nugget weiß es nicht. Nugget, aber Nugget weiß, wer es weiß. Und wer weiß es? Du pushst so hart, was? Nugget braucht seine Pillen. Okay, worüber haben wir geredet? Was? Was ist denn in diesen Pillen? Der Principal hat sie mir gegeben, nachdem irgendwas Traumatisches passiert ist. Die sind echt super. der Direktor gibt dir Pillen? Ja, ist das legal? Wahrscheinlich nicht. Und findest du das nicht ein bisschen merkwürdig? Naja, ich schon, aber sie haben gesagt, das sind keine so ein paar Nebeneffekte, so ein paar lustige. Okay, willst du eine? Na klar, nehme ich eine. Klar! Was ist das hier für ein Kindergarten, Alter? Hier werden Leute totgeprügelt und erpresst und... Oh! Oh, jetzt muss ich ihr... Guten Morgen, Kinder! Nun müsst ihr eure Körper für Morning Time... Okay, ich muss ja mit Lilly tanzen und ihr das in die Haare schmieren. Go find a partner. Lilly, ich will mit Lilly tanzen. Moment, muss ich da hinten irgendwas anklicken? Ach so, nee, hier. Lilly. Aua, denn, okay. Billy ist verschwunden. Jetzt schmier ich ihr Kaugummi in die Haare. Ja! Oh nein, du hast es getan. Du hast Kaugummi in meine Haare geschmiert. Das ist so gemein.
Cindy hat gesagt, du sollst das tun, oder? Okay, lass mich alleine. Okay. Auch ein Kind weint schon. Oh Gott. Kann ich jetzt schon mit ihr callen hier? Hast es getan? Oh mein Gott, du hast es getan. Wow, was hat sie gesagt? Was ist passiert? Hat sie geweint? Oh, ich wette, sie hat geweint. Oh, ich bin so glücklich. Ja, jetzt kannst du mein Morning Buddy sein. Und mein Freund. Aber als mein Freund, darfst du sogar mit mir ins Spielhaus gehen. Oh, aber bevor wir das tun, musst du dich sauber machen. Oh Gott, was ist hier los? No way, any boyfriend America. To bleed all over me. Oh Gott. Okay, alles klar. Ich muss ins Badezimmer und mich sauber machen und sie wartet im Puppenhaus. Oh, mein Planner. Okay, was müssen wir jetzt mit Jerome denn machen? Ich muss jetzt mal nochmal checken, was mit Jerome geht. Schauen wir mal. Nugget hat mir eine Pille gegeben. Okay, soll ich jetzt mit Jerome? Warte mal. So, dann gehen wir erstmal auf okay. Was ist das denn hier eigentlich? Hey, don't snooping around in other people's chubbies. Achso, das sind die... Kann ich da Gegenstände reintun oder was? Okay, Mann. Komme ich hier raus? Ich muss in den Waschraum. Nein, 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 nein. Ach, Mann. Ich muss aber ins Bad. You know, can you may... Okay, der Bathroom Pass, dankeschön. Okay, ja klar. Na, ich bin bald wieder zurück. Oh, was ist mit ihm hier? Oh nein, das ist doch scheiße. Lass mich! Lass mich! Nicht so schnell, kleiner Mann. Darf ich deinen Hallpass mal sehen? Hier ist mein Pass. Oh Mann. Okay, ja, ja. Oh Mann, da hinten ist irgendwie noch ein Pass. Alter, was denn? Was geht denn hier? Nö, alles okay. Mann, Alter. Okay, ich muss mir das Blut abwaschen. Und jetzt muss ich ins Haus mit Cindy gehen. Ich gehe wieder zurück, oder? Ich gehe wieder zurück. Das Coole ist, ihr könnt in diesem Spiel, also auch wenn ihr es dann selber mal spielt, ihr könnt ja halt super viel Kram machen. Es gibt voll viele verschiedene Lösungswege und Dinge, die man machen kann. Oh, du bist zurück. Dann gib mir mal diesen Bathroom Pass. Alter, jetzt nehmen die alle meine Aktionen. Ja, dann gehe ich jetzt mit Cindy ins Spielhaus. Willkommen zu Hause. Ich hoffe, die Arbeit war nicht zu hart. Weil du bist heute Essen machen. Okay, aber warum ich? Ja, ja, meine Liebe, ich krieche ja mal hinten rein. Hast du schon wieder getrunken? Nein, ich bin nur müde. Du bist immer so müde. Das macht mich fertig. Okay, ich hab doch gesagt, das ist alles in Ordnung. Was? Mein Bruder hat mich vor Leuten wie dir gewarnt. Oh Mann, ey. Oh nein, und das wird dein ungeborenes Kind nicht sehr freuen, Alter. Ungeborenes Kind? Naja, und du warst, als du im Gefängnis warst, es ist vielleicht nicht deins. Es tut mir so leid. Ich habe meine eigenen Probleme, mit denen ich umgehen muss. Du hast mich betrogen. Ich will die Scheidung. Ich will die Scheidung. Ja, okay, das führt hier zu nichts. Also, was machen wir jetzt? Ich schlafe heute Nacht bei meiner Mutter. Okay, ich denke, das ist fair. Ich rufe dich morgen an. Ja, okay. Ach, das war das Schönste, was ich seit langem im Spielhaus gemacht habe. Du bist wirklich ein echt guter Boyfriend. Ich möchte, dass du mit mir Lunch isst. Okay, ich sehe dich dann. Auf Wiedersehen. Okay, das ist die Lunchbell. Okay, aber Mist. Habe ich jetzt den Dings, kann ich nicht mehr machen, ne? Ich muss jetzt zum Lunch. Alle meine Aktionen. Ach du Scheiße! Was ist denn da los? Hey, Jerome, Alter. Mann, Jerome sagt, ich bin nicht cool genug.
Der Mülleimer. Nee, da gehe ich lieber mal nicht rein. Boah, Biscuits, was ist denn da los? Hey, Nugget. Nuggets hat keine Freunde. Oh, ich glaube, die ist jetzt nicht mehr so nett. Kann ich mich mit der jetzt nochmal anfreunden? Ah, jetzt muss ich ihren Bruder finden oder was? Ja, dann möchte ich aber jetzt hier Lunch mit meiner Freundin machen. Oh, hey, Freund. Ah, du hast uns deinen Platz gesichert. Ach so, nee, ich habe... Ja, also sie hat uns den Platz gesichert. Was, soll ich jetzt Essen holen oder was? Okay, okay. Aber was ist mit dem hier? Kann ich mit dem noch... Ach so, der hat ja auch Sachen, ne? I want to buy something. Ich habe ja noch 2,50. Mal gucken, was gibt's denn da? Salat. Ein Salat. Ah, wie geht's mit deiner Diät? 75 Cent, Alter, okay. Ich brauche nichts. Komm hier, wir essen den coolen Salat, den wir bei unserem... Komm, Salat. Oh, genau daran habe ich gedacht. Oh. Meine dumme Mutter hat nichts eingepackt, was vegan ist, was nicht vegan ist, oder? Packed me something. My stupid mother packed me something that's not vegan. Okay. Also ist nicht vegan. Ich bin doch jetzt Veganerin. Oh Mann. Sie ist so unkompetent, dumm und ich hasse sie. Willst du mir etwas Veganes bringen? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber es ist gut, so. Oh Mann. The Slop isn't vegan. Okay. Hier, ich habe Alkohol dabei. Und eine Pille. Hast du was Veganes? Ich will was kaufen. Hier, McGlob Silly Meal. 2,50! Ne, no deal. Kann ich mir nicht leisten, ne. Fuck. Oh, vielleicht kann ich ihm den Flachmann verkaufen. Hier, der Flachmann. Moment. Ja toll, geht nicht, oder was? Okay, ich kann ihm nichts verkaufen. Ich will nicht wieder zum Hausmeister gehen. Der will mich doch umbringen. Der tötet mich doch. Biscuitballs, get your biscuitballs here. Get them while they're hot. Okay, du hast es falsch ausgesprochen. Das habe ich nicht. Okay, du kannst nicht mal lesen. Woher willst du das überhaupt wissen? Was, was? Was macht er jetzt? Was? Ach so, er will bei ihm was kaufen. Oh, was tut er da? Hallo, hallo, hallo. Ach du Scheiße, Alter. Lessons wurden gelernt, Linien wurden was? Okay, kein Problem. Ist er tot? Okay, ich habe ihn nur ein bisschen zusammengeschlagen. In 1 oder 2 Jahren ist er wieder vollkommen in Ordnung. Ich denke, ich werde dir gar nichts mehr sagen. Die Brille ist weggeflogen. Oh Mann. Was kann ich denn mit der Brille machen? Ich habe so viele coole Sachen. Du da? Geht's dir gut? Naja. Okay, es tut mir leid. Hallo? Ich suche noch irgendwas. Vielleicht hier nochmal reinschauen in den Müll? Ach Mann. Das ist jetzt blöd. Jerome. Mann, wieso will Jerome denn nichts? Ich brauche irgendwas Veganes. Hallo, haben Sie was Veganes? Slop, ich will keinen Slop. Habt ihr nicht irgendwas anderes? Naja, das Menü ist ein bisschen... Sie hat einen Schokoriegel, aber der ist teuer. $10, wow! Warum ist denn der so teuer? Nee, ich kann den nicht. Das ist $10, nee, das kann sich kein Mensch leisten. Jetzt kann ich dem auch nichts mehr verkaufen. Und ja, für sie habe ich jetzt auch nichts mehr. Was ist mit dir? Full Nugget, mit dem kann ich auch nichts mehr. Ich kann ja nur noch mit dem Hausmeister reden jetzt. Biscuitballs? Okay, ich frag mal lieber. Okay, ja, okay.
okay, gib mir mal einen. Komm, gib mir einen Big Biscuit Boy. Wir checken das mal ab. There you go, buddy. No, give it the gold in the girl, okay. Cindy, hä? Jetzt gibt's einen schönen Biscuit Boy. Der ist richtig vegan. Der ist richtig durchveganisiert. Ich hab hier so einen schönen Biscuit Boy. Der ist salzig und haarig. So. Manchmal, oh, es ist ziemlich lecker. Es erinnert mich irgendwie an meinen Hund auf eine verrückte Art und Weise. Ach, kein Problem. Du bist der besttrainierteste Junge, den ich jemals getroffen habe. Ich sollte dich für was Besseres einsetzen. Ich habe doch schon so eine Idee. Oh, wir müssen noch was in Lillys Haare schmieren. Oh, ich muss was in den Janitors, in den Hausmeister spinnt. Der ist der Schlüssel. Janitor ways, I'm gonna head over and pay off the lunch day so you can get going and, okay, okay. Dann gehen wir runter in diesen nasty closet und, oh. Okay, er wird, auf den Toiletten sein und eine Zigarette rauchen und, okay, okay. Wir machen das jetzt. Ich konnte ja eh nichts mehr machen. Sie, was macht sie jetzt? Ach so. Okay, wir sind good to go. Moment. Wie kann ich jetzt raus, oder was? Oh, Mann! Ich brauche einen Schraubendreher. Okay, ich darf nicht in den Bathroom gehen, ne? Oder? Okay, unlock the door. Okay. Boah, super geheime. Alter, hier. Oh Gott! Was zur Hölle? Was zur. Ja. Okay, ein Tisch. Ein Eimer, der Blut sammelt. Ja. Den Bluteimer, den kann ich doch mitnehmen. Was zur Hölle? Oh Gott, ey, was machst du hier in meinem Raum, ey? Scheiße. Sorry. Sorry, Alter. Mit sorry kommen wir da aber nicht drüber hinweg. Okay, oh nein, nein. Wieso? Nein, nein. Oh Gott. Du solltest zurück sein, wenn die Glocke läutet. Ja, Leute, und da seht ihr, das war der erste Tag im Kindergarten. Wenn ihr Bock habt auf noch eine andere wunderschöne Story aus dem Kindergarten, denn wir können hier noch viele Geschichten erleben, dann lasst es mich wissen mit einem kleinen Like oder mit einem positiven Schriftzug unten in den Kommentaren. Sucht es euch aus. Aber, naja, und notfalls zwinge ich euch einfach noch eine Folge zu schauen. Denn beim nächsten Tag im Kindergarten werden wir es vielleicht schaffen, zu überleben. Bis zum nächsten Mal.